100. Folge Zubehör Model 3. Ja, ich habe den Standard Range Plus und da ist tatsächlich so, da fehlt ja einiges. Trotz allem gibt es auch viele Sachen, die kann man in jedes Model 3 natürlich einbauen, ganz klar. Ich habe ja diesmal tatsächlich das schwarze Model 3, also innenschwarz. Ne? Ihr seht es hier schon hinten, alles schwarz, nicht weiß. Und damit habe ich auch ein paar Sachen, die tatsächlich in dem weißen Model 3 Innenausstattung anders sind. Außen ist es ja auch weiß. Nämlich, ich habe hier das schöne Alcantara und dieses Holz hier. Und ich würde sagen, zu dem Holz kommen wir irgendwie später. Da habe ich auch immer gedacht, da gibt es doch so ein paar Elemente, die hätte ich auch gerne aus Holz. Hier unten vielleicht. Habe ich nur noch nicht so richtig gefunden. Aber mit dem Alcantara hier drüben. Naja, mehr oder weniger. Oder was das auch immer hier sein mag. Also ich finde das ja super cool. Fand ich auch bei den ersten Model S, die ich so gefahren habe, cool. Die hatten das nämlich hier oben. Irgendwie hier so. Und man sieht auch hier, da ist irgendwie so ein gewisser Absatz. Könnte man sich vorstellen, da könnte ich doch irgendwie auch Alcantara hinlegen. Oder es könnte da eine andere Verkleidung geben. Und klar, das ist jetzt natürlich Aftermarket. Ja, da habe ich tatsächlich was. Wie immer eine ominöse chinesische Beschriftung hierzu. Und wir gucken uns mal an, was mir hier so kriegt. Irgendeine Art Teppich, Carpet, Dash Carpet oder sonst was muss man so suchen, um dieses Teil hier zu finden. Dieses hier ist sogar ein bisschen gelabelt, Model 3. Und wenn man es so anguckt, hat es hinten jetzt auch keinerlei Klett oder sowas. Legt man also tatsächlich einfach so rein. Und deshalb große Frage, hält das überhaupt? Und wie sieht das so aus? Ich mache auch mal gleich den Farbtest hier drüben. Ja, ist irgendwie nicht ganz derselbe Farbton, aber so in die Richtung, ja, hätten sie noch ein bisschen besser das angleichen können. Wohl, vielleicht ist es auch ein Bestellfehler. Ich habe wahrscheinlich dunkelgrau bestellt, das ist jetzt eher hellgrau. Es gibt vielleicht auch noch schwarz. Muss man sich überlegen, was da Sinn macht. Weil vorne bei der Frontscheibe ist ja so, soll ja auch nicht irgendwie spiegeln oder sonst was. Also weiß ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber jetzt testen wir das mal, ob wir das hier irgendwie da vorne montiert kriegen. Naja, montiert ist vielleicht der falsche Ausdruck dafür, ne? Hingelegt. Okay, das muss auf jeden Fall irgendwie so rum und nach rechts. Das muss ich, ich will es erstmal auch so ein bisschen legen. Hier ist noch irgendwas dran, wo ich nicht weiß, wozu das gut sein soll. Und man sollte es natürlich auch so tatsächlich nach vorne legen, dass es da möglichst gut passt. Was meint ihr? Wie sieht das aus? Hält das? Oder kommt man das bei Beschleunigung entgegen? Braucht man das? Gute, gute Frage. Passgenauigkeit ist eigentlich so ganz gut. Ich glaube, man muss es eher gucken, dass es da hinten richtig drin liegt. Dann hat es hier vorne auch ein bisschen Luft. Ich muss das noch ein bisschen ordentlicher machen. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Bisschen ungewohnt. Das muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen ordentlich hinlegen. Ja, beobachten wir das mal. Schauen wir mal, wie sich das verhält, wenn man damit rumfährt. Also wenn es hier so in der Sonne ist, sieht es auch eher nach einem Blau aus, als nach einem Grau. Das ist ganz interessant. Okay. Aber müssen wir tatsächlich noch mal gucken. Ist auf jeden Fall ein anderer Ton als das, was hier in den Seitenverkleidungen verbaut ist. Ich habe aber, glaube ich, noch eine andere Matte von einem anderen Hersteller. Dann können wir später mal einen Vergleich machen. Tja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen hier mal und bis zum nächsten Zubehör. Tschüss. Ja, das ist schön.